dritten Mal in Folge freut sich der Tierpark Hagenbeck über Nachwuchs bei den seltenen Eselspinguinen. Nachdem im ersten Jahr nur ein einziges Jungtier schlüpfte, sind es in diesem Jahr schon vier. Etwas ungeschickt erkunden die beiden älteren Jungtiere schon die Plattform ihrer Kolonie. Tierpfleger Dave Nelde besucht seine Schützlinge täglich, um sich davon zu überzeugen, dass es allen gut geht. Auf der obersten Ebene der Pinguinkolonie füttert er die Elterntiere, die sich mit den Brüten abwechseln, mit zusätzlichem Fisch. Vorsichtig kontrolliert er dabei auch die Entwicklung seines jüngsten Schützlings. Augen, Federkleid und Ernährungszustand sind schnell erfasst. Das ist jetzt unser kleinster Spross hier, der hat jetzt seit einem Tag erst seine Augen richtig offen. Das heißt, man kann das ganz gut sehen. Der sieht aus wie so ein Golfball mit einem Kopf quasi. Riesengroßer Körper, der wird gut gefüttert. Also alles topfit mit dem Baby. Auch der hat schon so ein ganz flauschiges Gefieder. Ist eher wie Fell fasst sich das. Jetzt hat er mich auch noch angekackt. Klasse, super Baby. Wie Fell fasst sich das eigentlich an? Und der ist halt wirklich noch nicht alt. Der ist erst ein paar Tage alt und braucht ganz, ganz viel Wärme. Und deswegen setzen wir den jetzt auch gleich wieder zurück, dass der schön von seinem Papi, der jetzt gerade hier drauf sitzt, ne? Gut gewärmt wird. So, einmal wieder zurück. In die Mitte nehmen. Klasse. Und dann krabbelt er dann wieder runter. Die beiden älteren Jungtiere stehen bereits kurz vor der Mauser. Sobald sie ihr flauschiges Gefieder verloren haben, hören die Elterntiere auf, ihre Jungen zu füttern. Erst dann wagen die jungen Pinguine ihren ersten Sprung ins Wasser. Die Eselspinguinzucht, die ist nicht ganz so einfach, wie man hier sehr, sehr schön sehen kann. So ein Eselspinguin, der baut auf einem riesengroßen Steinnest. Das heißt, jedes Paar trägt ganz viele von diesen kleinen Steinen zusammen und baut sich ein großes Nest. Die biete ich quasi an, die sind dann hier hoch, packt die auf einen großen Berg und dann bauen die ihre Nester. Und je nachdem, wie viele Steine die halt zusammengetragen haben, danach richtet sich dann auch, ob die Brut gut und erfolgreich ist, zumindest in der Natur. Denn da ist ja Permafrostboden, also gefrorener Fußboden. Und diese Steine schützen quasi das Ei, dass es nicht erfriert. Wir haben hier normalerweise auch einen Frostfußboden bei den antarktischen Pinguinen. Den stelle ich aber zur Brutzeit aus, damit halt die Eier und die Jungtiere nicht verkühlen. Und die antarktischen Pinguine, gerade die Eselspinguine, die werden nicht so häufig in Zoos gehalten. Wir füttern quasi einfach die Eltern hier am Nest noch ein bisschen, damit die Kinder auf jeden Fall optimal mit Fisch versorgt werden. Denn bei denen ist es ja so, dass die Eltern erstmal den Fisch vorverdauen und dann so einen Fischbrei hochwürgen und die Jungtiere mit dem Fischbrei füttern. Nach spätestens 4 Wochen wird auch der jüngste Nachwuchs so aussehen wie dieses ältere Jungtier. Für die Eltern Zeit zur Regeneration. Denn auch für sie war die Aufzucht der Jungen eine ebenso spannende wie kräftezehrende Aufgabe.